Schnelle Küche bei warmen Temperaturen. Wir machen heute Schollenfilet in einer Schnittlauch-Eihülle. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Unsere Hauptdarsteller, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Sehen die nicht wunderschön aus? Schollenfilets auf beiden Seiten von der Haut befreit. So darf ein Schollenfilet aussehen. Und eins sage ich euch, ihr werdet es nicht glauben, aber Fisch kann auch duften, wenn der so frisch ist wie dieser. Der wird mariniert mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitrone. Dann habe ich hier schon mal zwei Eier aufgeschlagen. In die Eier gebe ich frisch geschnittenen Schnittlauch hinein. Einfach einmal so unterrühren. Wir brauchen noch ein bisschen Mehl zum Milieren und das war's schon. Früher gab es immer nur Fisch mit Zitrone gewürzt. Einfach deswegen, weil die Lieferkette und die Kühlmöglichkeiten waren ein bisschen schlecht. Aber ich persönlich mag den Geschmack auch. Die Zitrone gibt mir etwas Frisches bei diesem Fisch. Ganz hervorragend. Leicht würzen mit Salz und Pfeffer. Muss gar nicht so viel ran, weil die Scholle ist ja an sich schon sehr, sehr milde. Und jetzt einfach nur vorsichtig miteinander vermengen. Dann würzen wir den Fisch von allen Seiten. Da die Scholle selber so ein weiches Fleisch hat, passiert ja auch nichts. Das geht wunderbar. So. Gehen wir mal zum Herd. Ich habe hier mein bestes Produkt, meine Teppanyaki-Platte aus dem Hause Hoffmann. Wunderbar geeignet für solche Produkte. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Pfanne. Man muss nur Platz genug haben. Erstmal den Fisch im letzten Moment im Mehl einmal wenden, weil wir wollen hier keinen Pfannkuchen von machen. Deswegen auch so ein bisschen abpudern. Einmal hier durchs Ei ziehen, einmal wieder abstreifen, fertig. Und hinein in die Platte. So sieht das nämlich aus. Gleich das nächste hinterher. Einmal im Mehl wenden, dass das Ei ein bisschen dran haftet. Ganz wichtig, dieses Abpudern, damit wir nicht so eine Pfannkuchenschicht bekommen. Rein in unsere Schnittlauch-Eimasse, einmal abstreifen und direkt neben das andere Fischfilet. Oh, da freue ich mich schon so sehr drauf. Und das Schöne ist bei diesen beschichteten Pfannen hier, da kann auch nichts kleben, denn wenn ihr so eine Eihülle macht und das klebt nachher in der Pfanne, da hat man wirklich keinen Spaß dran. Abstreifen, gleich hineinlegen, goldgelb braten und dann drehen wir sie um. So, nach wenigen Minuten sieht man schon, dass es hier am Rand sich so ein bisschen verfärbt hat. Und im Übrigen, schaut mal. Das nenne ich mal eine beschichtete Pfanne, dass du den Fisch so hin und her schieben kannst. Dieses Stückchen war zuerst an der Pfanne. Ah, so darf doch mal ein Schollfilet aussehen. Oh, einfach hervorragend. Besser kann es nicht sein. Von der anderen Seite fertig braten, 2-3 Minuten und servieren. So, direkt aus der Pfanne auf einen vorgewärmten Teller. Fertig ist unser Schollenfilet in Eihülle gebraten. Und dazu eine frische Salzkartoffel oder Pellkartoffel oder unser Kartoffelsalat mit Mayonnaise, so wie wir das hier in Hamburg essen. Das Rezept wird da oben eingeblendet. Ich muss dringend probieren. Mmh. Mmh. Ohne Worte. Ohne Worte. So lecker. Wem das gefällt, Daumen nach oben ist das Zeichen für uns, dass es euch gefällt. Und abonniert den Kanal und Carmen möchte euch noch schnell etwas zurufen. Wir haben euch lieb. So sieht es aus. Tschüss ihr Lieben. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.